Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, ich bin total nervös. Ja, ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt, was das jetzt eigentlich mit dem Sound auf sich hat. Und ja, anscheinend bin ich nicht der Einzige, der das Problem hat aktuell mit der Musik. So, ich mache mir eben nochmal die Dose hier auf. Das könnte vielleicht ein bisschen laut werden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Also es hatte sich zumindest bei OBS nicht ausgeschlagen. So, wir müssen jetzt aber zu einem gewissen Herrn. Du gefällst mir gar nicht. Ja, ist mir doch egal, ob ich dir gefalle oder nicht. Wir müssen ja nichts miteinander zu tun haben, Digga. So, aber wir wollen jetzt für Ryojin die Quest hier mal weitermachen. Wenn wir das auch endlich mal abgeschlossen haben. Und ich hoffe, ich kriege dann dieses Outfit, dieses schwarz-rote von der guten Dame. Ich würde mir wünschen, dass ich das haben dürfte. Also so eins. Also vom Aussehen her, so wie Iris. Iris will ich nicht haben. Start abgeschlossen. Auf nach Hause, Liebes. Alles gut. Aber noch besser wäre es... Lass mich raten. Noch besser wäre es, wenn du mir Büchergeld bekämst. Oh, naja, jetzt... Okay. Ja, also, was den Sound angeht, auf jeden Fall, ich... Der Ausblick ist unglaublich. Wir sind im Orbit. Ja, dankeschön. Ich werde demnächst mal schauen, dass ich das irgendwie behoben bekomme. Weil das ist schon irgendwie ein Fehler vom Game selbst oder so. Oder keine Ahnung. Also ich bin ja auf jeden Fall nicht alleine mit diesem Problem. Hier läuft Musik. Oder wenn wir im Kampf sind, läuft Musik. Aber sonst so irgendwie gar nicht. So, auf nach Cydonia. Der EM-Waffensystem-Skill erhöht den Schaden durch die EM-Waffen deines Schiffs. Okay. Gut, Level 38 sind wir sogar schon. 38 ist schon gut. Sind wir wirklich schon so lange dabei, hier Starfield zu spielen? Trifft ihn mit Simon. Das machen wir auch, auf jeden Fall. So, und hier. Zentralabknopf. Gehen wir rein. Das ist aber bisher auch das Outfit, der Raumanzug, das mir auch am meisten gefällt. Also bisher. Klar, Sarah hat jetzt die Mantis an. So. Bald ist Pause. Komm mit. Bald ist Pause, okay. Vorsicht nach den Geländern auf den oberen Ebenen. Es geht sehr tief runter. Apropos, wir können ja hier nochmal zur Trade Authority. Lass dir Zeit. Hey, suchst du was? Cool. Das. Ja, ich möchte. Der hat keine Credits. Wir sehen uns. Sieh zu, dass du wieder Geld bekommst, hallo? Bevor du was sagst, nein, der Mars ist nicht wie die Erde. Es ist illegaler kultureller Artefakte und gestohlener Waren ermittelt. So. Ich muss eine echte Bar suchen. Hast du dich verirrt oder willst du nur mit einem arbeitslosen Miner plaudern? Du siehst aus, als könntest du ein paar freundliche Worte gebrauchen. Ich wollte mir nur mal den Ausblick von hier oben ansehen. Es ergibt sich bestimmt bald was. Meiner werden Cydonia ja immer gebraucht. Ja, ja. Ist nur schade, dass Cydonia nicht mehr zu bieten hat, was einem die Arbeitslosigkeit versüßt. An Entertainment ist hier nicht viel geboten. Apropos, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship.
Razor Derby ist der einzige Radsport. So sieht's nämlich aus. Hat er schon gehört, dass sie jemand Neuen schicken? Willkommen. Ich habe Informationen zu einem Deal zwischen Infinity Ltd. und der Deimos Sternenwerft. Deine Arbeitgeber wären sicher sehr an den Details interessiert. Also erhöhe ich meinen Preis. Teuer, ja. Aber deswegen biete ich auch einen kleinen Auftrag an, wenn du nicht zahlen kannst. Überzeugung ist doch bestimmt verhandelbar. Also was ist das für ein kleiner Auftrag? Schön, dass du Vernunft annimmst. Als Informant lebt man gefährlich, wie du dir denken kannst. Im Orbit des Saturn gibt es eine Söldnerin, die meinen Namen von ihrer Liste streichen will. Malai Liskova. Schalte sie aus und bring mir ihre Waffe. Dann verzichte ich vielleicht auf meine Gebühr. Leute finden ist mein Spezialgebiet. Sie ist so gut wie erledigt. Ich werde niemanden für dich umbringen, wenn es sein muss, von mir aus. Was kannst du mir über Malai Liskova sagen? Sie ist Solo-Söldnerin, hat früher für Inception Technologies gearbeitet. Aber sie mag ihre Unabhängigkeit, also hat sie sich selbstständig gemacht. Ihre Spezialität ist das Morden, für den richtigen Preis. Bevor du also Gewissensbisse kriegst, du würdest den besiedelten Systemen einen Gefallen tun. Warum er die Waffe als Beweis haben will, muss ich nicht hinterfragen. Also, ja, ist mein Spezialgebiet. Du tust mir einen Riesengefallen, aber du musst dich gut vorbereiten. Sie ist tough. Malais Schiff ist die Datura. Wie schon gesagt, du findest sie im Orbit um den Saturn. Denk daran, die Waffe als Beweis mitzunehmen. Krieg ich hin. Wenn ich so damit 1000 Credits spare für das Unternehmen. Halt dich vom Sixth Circle fern, wenn du kein Miner bist. Ich bin aber einhelliger Meinung, leidenschaftlich und bewegend über die Gier und die Verantwortung des Menschen. Eine kleine Ansammlung von Gläubigen des Sanctum-Universum lauschte ihrem Gründer, doch einige Passanten zeigten sich genervt. Man kann nicht mal mehr zur Galbank gehen, sagte ein Mann, ohne Sanctum-Propaganda zu hören. Das könnte jedoch eine Minderheitenmeinung sein, denn die Botschaft der Universellen verbreitet sich weiter. Okay, Sanctum-Universum. Na, irgendwie haben die auch recht. So, also im Game jetzt natürlich. Weil die haben ja die Allheit gefunden. Oder sie nennen es zumindest Allheit. Und, okay, die Glaubensrichtung der anderen kenne ich jetzt noch nicht. Also Varun haben wir noch nicht viel mit denen zu tun gehabt. Muss man auch sagen. So. Ein Moment. So, ich muss jetzt aber jetzt doch nochmal einen kleinen Break machen und werde gleich wieder da. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich muss nebenher jetzt bei der lieben Hel auch noch ein bisschen hier auf ihren Stream aufpassen. So, deswegen habe ich ihren Stream jetzt mal auf dem Handy noch angemacht, deswegen, aber ich nehme halt noch weiter auf währenddessen. Und achte dann, wenn ihr dann seht, dass ich immer wieder mal in die Richtung gucke, da habe ich ihren Stream offen auf dem Handy. So, und wenn da jemand, wenn hier jemand frech ist. So, der Sound war jetzt sehr laut. Aber ja, wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, dann wisst ihr Bescheid. Ich bin bei ihrem Stream und muss da halt ein bisschen moderieren. Und so, und hier, jetzt wollen wir in Richtung Saturn. Und wollen jetzt den lieben Herrn von zu was auch immer, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Aber... Das ist nah genug. Sag, was du willst, oder ich schieße. Schon besser. Also sag mir, was du hier machst, dann überlege ich, ob ich dein Schiff zerlege oder nicht.
Raymond Ristic schickt mich, ich soll dich umbringen. Ich bin hier, weil ich dein Leben retten will. Suchst du einen Mann namens Raymond Ristic? Ich suche jede Menge Leute, aber keiner davon gibt dich auch nur irgendetwas an. Okay. So, ich bin hier, weil ich dein Leben retten will. Raymond, ja komm. Die ist ja eh underleveled. Seit Jahren mich umzubringen. Vergeblich. Warum hast du das Feuer nicht eröffnet? Ich soll dich töten, aber ich würde lieber eine alternative Lösung finden. Ich kann Simon Ristic dazu bringen, die Jagd auf dich abzublasen. Woher kennst du Simon Ristic? Falls du denkst, dass ich Fragen beantworte, vergiss es. Ich soll dich töten, aber ich würde lieber eine alternative mich Lösung töten. Finden. Wie wär's mit einer Alternative? Ich töte dich, was ich jederzeit tun könnte. Simon wird Ruhe geben, wenn er dich für tot hält. Gib mir deine Waffe, dann löse ich das alles in Luft auf. Willst du nicht, dass Simon dich in Ruhe lässt? Warum hat er dann so einen Hass auf dich? Angreift, vergiss es, reden ist offensichtlich sinnlos. Warum hat er denn so einen Hass auf ist dich? Ist das jetzt hier eine Therapiestunde? Geht dich nichts an. Ja, ich würde es schon gern wissen. Gib mir deine Waffe, dann löse ich das alles in Luft auf. Klar. Er weiß, dass ich meine Waffe nie... Oh. Okay. Du kriegst Amber. Aber du musst an Bord kommen, um sie zu holen. Dir passiert nichts, versprochen. Falls dich das beruhigt. Okay, ja, und ich fand es jetzt auch gerade ein bisschen komisch, dass wir gegen die gestoßen sind. So, können andocken. Wir uns ein wenig unterhalten? Wer will jetzt mit mir unterhalten, was? Das war jetzt wahrscheinlich Andrea, oder? Alles dicht, wir haben angedockt. So, aufstehen. Okay, reden wir dann mal mit Andrea. Was kann ich für dich tun? Du wolltest was von mir? Mich würde etwas interessieren. Ich weiß, dass du auf ungewöhnliche Weise zur Constellation gekommen bist, aber du warst nicht verpflichtet zu bleiben. Du hättest einfach das Artefakt abliefern und gehen können. Warum bleibst du? Ja, das Artefakt, die Artefakte bedeuten etwas. Wir müssen herausfinden, was. Das ist ein netter Trupp und sie brauchen meine Hilfe. Ich liebe Rätsel. Bei mir ist diese Woche sonst nicht viel los. Warum lenken viele Menschen so schnell mit Humor von ernsten Fragen ab? Die Arbeit hier ist einzigartig und wichtig. Das reicht als Grund. Meine Vergangenheit ist kompliziert. Und jeder in der Constellation weiß, dass ich selten darüber spreche. Aber meine Familie hat immer betont, wie wichtig es ist, einen Sinn im Leben zu haben. Man braucht einen Daseinszweck. Man braucht einen Grund, morgens aufzustehen. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Da bin ich auf jeden Fall mit. Hoffentlich nimmst du dir auch genug Zeit, um Spaß zu haben. Warum bedeutet die Constellation dir so viel? Diese Gruppe von Menschen, die sonst nie etwas miteinander zu tun hätten, hat sich für ein gemeinsames Ziel zusammengetan. Das allein ist schon beeindruckend. Noch ehe man bedenkt, wie monumental ihr Werk ist, welche Möglichkeiten es birgt. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Ein Ziel ist etwas, worauf man hinarbeitet. Ein erwarteter Erfolg. Das ist nicht dasselbe. Ich glaube, es wird manchmal mit den Worten "Der Weg ist das Ziel" umschrieben. Als ich erstmals nach New Atlantis gekommen bin, war ich entsetzt, wie viele Menschen ihren Alltag wie Drohnen abspulen. Sie arbeiten, essen, schlafen. Alles ohne irgendetwas um sich herum wahrzunehmen oder sich darum zu kümmern. Gefügsam. Ihr Leben ist so ganz anders als in weiten Teilen der besiedelten Systeme. Sie wissen nicht, wie gut sie es haben. Dann muss dein Leben vollkommen anders gewesen sein. Man weiß nie, was andere durchmachen. Du glaubst, um wirklich zu leben, muss man kämpfen müssen? Inwiefern ist ihr Leben anders? Sie müssen nicht kämpfen, um zu überleben. Ihr Alltag kennt kein Risiko. Du hast gewiss selbst erlebt, dass das in weiten Teilen der besiedelten Systeme nicht so ist. Feindliche Umgebungen, gefährliche Kreaturen und erst die Gefahr, die von anderen Menschen ausgeht.
All das kennen diese Leute nicht. Du glaubst, um wirklich zu leben, muss man kämpfen müssen? Ich glaube, wenn man nicht kämpfen muss, vergisst man leicht, was Leben wirklich heißt. Durch einen Lebenssinn überwindet man Leid und Not. Ich weiß das, diese Menschen sind ahnungslos. Du hast offenbar viel durchgemacht. Das habe ich. Und ich habe mich oft gefragt, ob es all die Mühe wert war. Meine Familie ist in den besiedelten Systemen einzigartig. Ich bin außerhalb der United Colonies und des Freestar Collective aufgewachsen. Meine Eltern und ihre Eltern vor ihnen waren überzeugt, dass man niemandem außerhalb der Familie vertrauen kann. Du kannst dir vorstellen, dass es schwierig ist, ohne Kontakt zu anderen im Weltall zu überleben. Sich alleine durchzuschlagen ist bewundernswert. Ich hätte das Leben nicht gewählt. Das klingt nach einem schrecklichen Leben. Warum wollte deine Familie unbedingt unabhängig sein? Sie haben geglaubt und tun es noch, dass jeder, der nicht zur Familie gehört, nicht unsere Werte und Ziele teile und daher eine potenzielle Gefahr sei. Nach meinen Erfahrungen in den besiedelten Systemen stimme ich weitgehend zu. Sich allein durchzuschlagen ist bewundernswert. Es hat sich als wertvoll erwiesen und mich zweifellos mehrmals gerettet. Doch vorerst haben wir zwei unseren Sinn wohl in der Constellation gefunden. Das muss für den Moment reichen. Es freut mich, dass wir dieselben Ziele haben. Ich genieße unsere gemeinsame Zeit. Danke. Jo, kein Thema für das Gespräch. Hatte sie das nicht irgendwie mal erwähnt, woher sie genau kommt? Ich habe bei ihr mal so das Gefühl, sie kommt ja oder hat mit Haus Varun zu tun. Oder hatte. Oder ihre Familie zumindest. Ob das damit irgendwie zusammenhängt? So, wir steigen jetzt in die Datura ein. Ja, hier kippt auch erstmal alles um. Reden wir mal mit der guten Dame. Das ist die. Simon hat wirklich jemanden gefunden, der sich traut, mich zu jagen. Eigentlich kein Wunder, dass er Amber als Beweis für meinen Tod will. Er weiß, ich würde sie nie hergeben. Ich nehme sie dir ab, gib mir die Waffe. Was ist so besonders an Amber? Als ich Amber kennengelernt habe, war sie auf mich gerichtet und ist nach hinten losgegangen und hat den grinsenden Drecksack erledigt. Ach, sie hat mir unzählige Male das Leben gerettet. In meiner Branche stehen wir ständig unter Beschuss, wie du dir denken kannst. Okay, was läuft denn zwischen dir und Simon? Da scheint mehr dahinter zu stecken. Wir waren mal zusammen, bis der Feigling mich verraten hat. Was er sicher bereut, nachdem ich den Anschlag überlebt habe. Und jetzt erpresse ich ihn und mache ihm das Leben zur Hölle. Wenn Simon also sagt, dass ich ihn tot sehen will, ist das gelogen. Ich will ihn lebend und leidend. Komm, gib mir die Waffe. Das glaube ich nicht. Glaubst du wirklich, ich lasse dich auf mein Schiff kommen und gebe sie dir? Ehrlichkeit ist nicht gerade meine Stärke, das hättest du wissen können. Es gibt hier nur eine Wahrheit. Ich hatte die ganze Zeit vor, dich zu töten, sobald du an Bord kommst. Wenn du lebend aus der Sache rauskommen willst, solltest du deinen Standpunkt nochmal überdenken. Ich denke, ich habe mich schon entschieden. So. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Gib mir einfach die Waffe, du willst doch nicht für den Rest deines Lebens auf der Flucht sein. Da ist was dran. Ich habe sowieso schon genug Zielscheiben auf dem Rücken. Ich wäre nicht hinter jemandem wie dir her, wenn ich nicht wüsste, dass ich die Oberhand habe. Ein gutes Argument. Wenn du mich gefunden hast, weißt du natürlich, wer ich bin. Und ich
weiß nichts über dich. Okay, schön. Ich halte meinen Teil der Abmachung doch ein. Du kriegst Amber, ich verschwinde. Ja, außerdem sehe ich das als rein vorübergehendes Arrangement. Sie hat bisher immer zu mir zurückgefunden. Warum sollte das diesmal anders sein? Ja, wenn du unseren Deal brichst, bist du tot. Halt einfach deinen Teil der Abmachung ein. Woher weiß ich, dass ich dir vertraue? Na komm, halt einfach ein. Oh, keine Sorge. Ich sehe das als dringend nötigen, ja sogar verdienten Urlaub. Ich freue mich auf den Neuanfang. Simon hat ausnahmsweise mal gut gewählt. Und jetzt verschwinde. Ich muss eine Identität arrangieren und einen Urlaub planen. Ja, okay. Ja, für Ryujin will ich ja nicht, will ich ja nicht, dass da irgendwie Komplikationen kommen oder so. So, da vorne chillen die wieder alle. So. Deswegen wollte ich jetzt nicht in einem Kampf verwickelt werden. Da bin ich auch froh, dass wir das friedlich lösen konnten. Wenn es direkt so einfach nach mir ginge, hätte ich auch eher... Wir sind frei. Hätte ich auch gerne einfach so gekämpft. So. Enceladus. Enceladus? Wollten wir nicht zum Mars? Ich glaube, ich habe das falsche ausgewählt hier. Da wollten wir hin. Haben wir einen Mond ausgesucht. Kann auch mal passieren. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Ja, ja, mach das mal. Erledigt. Viel Spaß in Cydonia. Wo war Cydonia? Da. Ah, toll. Nach da hinten. So, der Teilchenstrahlwaffen-Skill erhöht den Schaden durch Teilchenstrahlwaffen. So, reden wir mal mit dem Dude nochmal, mit Simon. Dann hoffen wir mal, dass ihm das reicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie gut Ember ist, die Waffe. Muss ich mir auch mal ansehen. Wenn das eine richtig gute Waffe ist, dann behalten wir die auf jeden Fall. So, gucken wir uns mal an Waffen. Ember. Das ist die. Eine Laserpistole, okay. Okay, ist interessant. Hilf mit, dass Cydonia Graffiti frei bleibt. Graffiti frei... Das sind neue Dialoge. Gab's ein Update wieder mal? Kleine Vorwarnung. Die Forschungsdivision der UC sucht hier bald. So, Simon. Ach, guck an. Du hast die Teufelin überlebt. Oder willst du doch bezahlen? Ich habe die Waffe. Jetzt gib mir die Information. Ember gehört dir, ich bin überrascht, dass du allein nicht fertig geworden bist. Das ist nicht so leicht, wenn es eine Vorgeschichte gibt. Ein kurzes, unentschlossenes Zögern und ich hätte eine Kugel im Hirn stecken. Hm.
Tja, du kannst dich jetzt entspannen. Sie ist weg. Eine Welt ohne Malai Liskova. Komisch. Ich dachte immer, ich freue mich, wenn sie Geschichte ist. Vielleicht bin ich schon so lange auf der Flucht, dass es dauert, bis die Erleichterung einsetzt. Weißt du, behalt ihre Waffe doch einfach. Ich muss mit der Vergangenheit abschließen. So, kommen wir zurück zum Geschäft. Ja, genug von der Vergangenheit. Meine Informationen beziehen sich auf einen Deal namens Dominion-Projekt. Dominion? Ich gebe dir 2 Slates. Sie enthalten von mir beschaffte Überwachungs- und Interaktionsdaten zu Stanley McMillan, dem Infinity-Vertreter. Ich gebe dir auch noch eine 3. Slate, weil du nämlich die Dateien zum Dominion-Projekt selber von seinem Computer ziehen musst. Muss ich mir die Informationen selbst besorgen? Irgendeine Ahnung, was das Dominion-Projekt ist? Ne, alles klar, mehr brauche ich nicht. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Der muss glauben, wir sind professionell. Ich bin zwar jetzt strohdoof, aber müssen die anderen nicht wissen. Im Raumhafen von New Atlantis hat sich ein Albtraum von fast biblischem Ausmaß ereignet. Wir alle wurden... Nichts Neues. So, warte. Lies die Stanley McMillan-Akte, hör dir die Stanley McMillan-Audiodatei an. Wo haben wir die? Wo sind die Stanley-Akten? Ah, Stanley McMillan-Akte. Bedrohung? Keine. Zeitplan, ungefähre lokale Zeit, 37 plus Lux Secondus, um zur Arbeit bei der Deimos Sternenwerft zu gehen. Deimos Sternenwerft, 11 Uhr. Geht zum Mittagessen zu Jane's Goods. Jane's Goods, 13.30 Uhr, geht zurück zur Arbeit, bleibt bis zum Ende im Büro. Deimos Sternenwerft, 17 Uhr. Verlässt die Arbeit, geht zum Broken Spear. Broken Spear, 22.30 Uhr, kehrt zu Lux Secondus zurück. Lux Secondus Wohnung, temporär, Lux Condominiums, A10 Schiff. Keines. Wird von einem Chauffeur bei Infinity LTD befördert. Was zum Teufel machst du überhaupt in diesem Kass? Hast du den Kürzeren gezogen oder was? Infinity schickt mich. Soll Deimos zum Anbeißen bringen. Die haben für die Sache sogar einen schicken Codenamen. Dominion Projekt. In meinen Ohren klingt das nach Weltherrschaft. Ich würde das sofort anbeißen. Ja, genau. Ich sage es dir, dieses Dominion-Projekt funktioniert wirklich. Wir sollten das an Inception oder Quantum verkaufen. Du solltest in der Astro Lounge sitzen und Ryujin Industries um die Technik betteln lassen. Die Ironie wäre... Ich bin beschäftigt. Aber nein, das ist unser Baby. Dominion bringt Infinity endlich an die Spitze. Wir schlagen Ryujin mit ihren eigenen Waffen. Okay, kann ich hier irgendwo mich hinsetzen und warten? Was ist momentan die lokale Zeit? Der Gouverneur ist in seinem Büro. Im Grunde kontrollieren die Miner hier. Die unteren Ebenen hier. So, wir setzen uns hier mal hin und warten. So, wir haben's. Der macht gleich Feierabend. Okay, dann brauchen wir nicht zu warten. Dann ist es perfekt. Der macht ja gleich Feierabend. So ist ja jetzt schon gleich 17 Uhr. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob ich den benutzen darf. Behalten wir den im Auge. Oder warte, wenn wir jetzt nochmal zu den Notizen hingehen. Und zu Stanley. Der müsste eigentlich wirklich jetzt gleich Feierabend machen. Verlässt die Arbeit, geht zum Broken Spear.
Kann ich sehen, wie spät es ist jetzt? 17.08 Uhr lokale Zeit. Arbeitest du für mich? Ich verliere da den Überblick. Ich bin beschäftigt. Jede Menge operative Dinge. Alle Aktivitäten an der Oberfläche erfordern einen zertifizierten Schutzanzug. So, wie sieht's aus? Ah, jetzt. Nee. Stanley? Kann ich dir irgendwie helfen? Danke fürs Gespräch. Okay, jetzt haut er ab. Was ist mit ihm? Manchmal habe ich das Gefühl, die Minen laufen einfach von allein. Das ist wohl mir zu verdanken. Das gefällt mir gar nicht, dass er jetzt von da aus mir zusieht. Ich speichere einmal hier. Und so, das könnte hier passen. Das könnte so passen. Und das dann wiederum wahrscheinlich so. Das passt wieder so. Und das so. Okay, perfekt. Geknackt. So. Dominion-Projekt. Einsteigerschloss hacken, ja. Das könnte hier passen. Und das dafür hier. Das würde dann hier passen, aber das zuerst gucken. Okay. Daten herunterladen. Dateien sind verschlüsselt, zusätzliche Entschlüsselungssoftware erforderlich. So, Meetings. Zeit 15 bis 17 Uhr. Ort, dein Schreibtisch, Telekonferenz. Gäste Nina Hart, Lukas Drexler. Status angenommen. Posteingang. Nina Hart, Vorbereitung. Ich wollte nur fragen, ob du für das Meeting alles entsprechend vorbereitet hast. Lukas erwartet genau das. Also setz dich zumindest vorher mit den Vertretern auseinander. Ich kann dir diesmal nicht den Hintern retten, Nina. Zu Wartungszwecken gehen heute mehrere der Server von Infinity Ltd. für kurze Zeit offline. Für einige Remote-Nutzer kann es da zu Verbindungsunterbrechungen kommen. Die Wartung und der Neustart sollten nur kurze Zeit in Anspruch nehmen. Von 3 bis 3.15 Uhr, okay. Ah, ich lese jetzt doch nicht alle. So, aber wir haben es geschafft, ohne entdeckt zu werden, ohne erwischt zu werden. Gut, dass wir vorher gespeichert haben. So, da läuft der Dude. Der Stanley. So, und dann auf zurück zu Ryujin. Wir haben das alles ohne viel Aufmerksamkeit geschafft. Wir sind eigentlich ein guter Dieb. Würde ich mal behaupten. So, und hoch. Okay, da war wieder eine Sprengung. Hoppala. Ich wollte die Waffe jetzt nicht ausrüsten. Und wir wollen los. Wir wollen weiter. Wir fliegen.
Fluglaufbahn berechnet. Wir sind im Orbit. Ja, nice. So, auf nach Voli. Ich weiß, kennt. Ich kenne das Spiel schon. Okay, alles klar. Willkommen in Neon. Falsche Taste. Zur Karte. Welche Seite war ich denn jetzt? Komm, landen. So. Dann wollen wir mal. Ich freue mich aber, dass wir jetzt in der Lage sind, Ryujin zumindest weiterzumachen. Wenigstens gibt hier die Musik von den ganzen Läden und so weiter. Wenigstens etwas. Aber das mit der Musik, das muss ich noch fixen. Irgendwie. Ich will diese roten Klamotten haben, diese schwarz-roten. Die eine Dame da hat. Genie. Ich will die haben. Ich finde schade, dass ich die nicht haben kann. Oder noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir die irgendwie kriegen. Sie ist ja nicht die einzige, die damit rumläuft, oder? Oder? Sie die einzige. Ich hasse Warten. Nur noch mehr Zeit für Selbstzweifel. So. Iris will ich eher nicht. Das haben. Hat länger gedauert als erwartet. Ich hoffe, Simons Informationen waren die Mühe wert. Slate Game, es geht um einen Dominion-Projekt. Slate Game nach hoffentlich nach allem, was ich durchgemacht habe. Ich war schnell und effizient und das weißt du genau. Geht um ein Dominion-Projekt. Das Dominion-Projekt? Das kann nicht stimmen. Ich entschlüssele das kurz. Mal sehen. Hier ist der Schlüssel. Und fertig. Sieh an. Unser Freund Simon hat also nicht gelogen. Das Dominion-Projekt ist kein Infinity-LTD-Prototyp. Es ist einer von uns. Sie haben nicht einmal den Namen gelöscht. Sie dachten also, sie werden nicht erwischt. Komm mit. Das muss Masako erfahren. Okay. Folge Ula. Was ist denn das denn für eine Waffe? Lengaiver. Okay. Ich habe dich im Blick. Ich bin einer von euch. Was willst du? Ich komme mit. Wer ist denn das jetzt? Hey, Ularu? Was ist denn los? Wer ist das? Das ist unser neuer Agent. Ganz frisch. Er hat den Auftrag, sich mit einem Informanten zu treffen. Aber jetzt kommt's. Infinity LTD hat das Dominion-Projekt in die Hände bekommen. Unmöglich. Nicht nur das. Sie wollen es auch noch unter ihrem Namen verkaufen. Natürlich tun sie das. Feins muss der Sache unverzüglich nachgehen.
Da du das aufgedeckt hast, hilfst du bitte bei den Ermittlungen. Das Dominion-Projekt ist geheim. Schon von seiner Existenz darf man nur mit hoher Sicherheitsfreigabe wissen. Wenn Infinity LTD Informationen darüber hat, müssen wir einen sehr gut vernetzten Maulwurf in unserer Firma haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Maulwurf noch mehr Informationen in die Finger kriegt. Klingt nach einem ziemlichen Chaos. Warum ich und nicht irgendwer mit mehr Dienstjahren? Weil du das aufgedeckt hast, habe ich wenig Grund, dich zu verdächtigen. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nicht auch untersucht wirst. Rede mit Dalton Fiennes, unserem Chief Security Officer. Ich schicke ihm die Details. Du hast uns auf einen gewaltigen Sicherheitsverstoß aufmerksam gemacht. Ich hoffe, dass du hilfst, wo du kannst. Und danke. Manche Agents hätten das vielleicht als Gelegenheit zu einer Erpressung genutzt. Schön zu wissen, dass du loyal bist. 10.000 Credits, nice. So viel zum Vertrauen in unser Sicherheitsteam. Jetzt will ich ihr Outfit haben. Ich will jetzt ihr Outfit haben. Dalton. Die wunderbare Miss Imada. Wie kann ich helfen? Spar dir den Scheiß, Dalton. Ich schicke dir einen Agent und auch noch ein paar Dateien. Ich bin bereit. Nicht hierfür, aber ich verlasse mich auf dich. Okay, runter wahrscheinlich hier. Wo kann ich jetzt die Outfits kriegen? Ich will wissen, wo ich die Outfits bekomme. Ich will die guten haben. Und dann auch noch meine komplette Crew so damit. Alter, wie geil. Gut, du bist hier. Ja. Dank deiner Arbeit in Cydonia hat hier angeblich jemand Informationen über das Dominion-Projekt an unsere Widersacher bei Infinity LTD weitergegeben. Ein Maulwurf in der Firma bedeutet ein Versagen meiner Abteilung. Wir leiten die Sicherheitsdirektive Theta ein, eine komplette Durchleuchtung des gesamten Personals im Gebäude, einschließlich Masakos und mir. Hm? Das sieht nicht gut für euch aus. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Ihr ermittelt also selbst? Wie glaube ich, kann das sein? Nach Direktive Theta kann ein Dritter die Durchleuchtung durchführen, damit die Ergebnisse objektiv sind. Keine Sorge, wir kümmern uns. Definitiv ja. Direktive Theta hat einen einzigartigen Fall, nämlich Ularu Chen. Die Direktive verlangt, dass ein spezialisierter Programmierer namens Nix sie durchleuchtet. Aber du musst ihm bei einem ungewöhnlichen Auftrag helfen. Ich nehme an, dieser Nix ist vertrauenswürdig. Es ist zu riskant, eine dritte Partei in die Ermittlung einzubeziehen. Klingt eher so, als bräuchte ich ein besseres Security-Team. Warum ist Ularu ein Sonderfall? Ularu kann jede Ermittlung vereiteln. Sie darf also auf gar keinen Fall von dieser Direktive erfahren. Sie ist aufgrund ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten Chief of Operations. Sie weiß, wie man unbemerkt bleibt. Okay, es klingt eher so, als bräuchte ich ein besseres Security. Glaub mir, wenn dieser Maulwurf uns entgangen ist, wäre er jedem entgangen. Ich erläutere unsere Praktiken nicht näher, aber unsere Methoden sind erstklassig. Nix gibt dir ein Programm, das du auf Ularus Computer installierst und das Daten sammelt, um ihre Schuld oder Unschuld zu beweisen. Dein Job ist es, anonym in den Ryujin Tower einzudringen, um dieses Programm auszuführen. Vollkommen unbemerkt. Das bedeutet, dass deine Schlüsselkarte deaktiviert ist und die Wachen im Gebäude dich als Eindringling ansehen. Ich freue mich darauf, meinen eigenen Arbeitsplatz zu finden. Na, immerhin einer von uns. Ich schicke alle nicht essentiellen Mitarbeiter nach Hause, auch Ularu. Ich sage einfach, es werden Routine-Sicherheitschecks durchgeführt. Inzwischen sorge ich dafür, dass du Zugang zum Lüftungssystem des Towers hast. Das sollte dir helfen, nicht entdeckt zu werden. Und du bekommst einen Disruptor, was dabei helfen sollte, Opfer zu vermeiden, falls es zum Worst-Case-Szenario kommt. Ich bin vorsichtig, keine Angst. Ich kann nicht garantieren, dass niemand verletzt wird. Sie sollten mir nicht in die Quere kommen. Was ist ein Disruptor? Schlimm, dass du das nicht weißt. Ein Disruptor ist eine nicht tödliche Waffe. Du erhältst ein Exemplar von unserer Tochterfirma, Arboron. Er betäubt dein Ziel, damit du entkommen kannst. Allerdings lässt die Wirkung nach einer bestimmten Zeit nach.
Ich bin vorsichtig, keine Angst. Gut. Es darf niemand davon erfahren. Nicht einmal unsere eigenen Wachen. Du musst also vorsichtig sein. Du triffst dich in Madame Sauvage's Place mit Nix. Er weiß, dass Detektive Theta aktiv ist. Okay. Warte mal, dann muss ich den jetzt auch ausrüsten, ne? Unter Waffen. Ach, Ember habe ich immer noch. So. Ah. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Ja, kein Problem. Wenn der Deal platzt, war's das mit meiner Karriere. Die wissen schon, wie sich ihre Kunden hier wohlfühlen. Ja, mit Wartezeiten. Kunden lieben Wartezeiten. So ist das doch, oder nicht? So, Lobby. So, das heißt dann jetzt meinen eigenen Arbeitsplatz infiltrieren. Perfekt. So, bitte sag mir, dass er jetzt die Autos hat. Willst du etwas kaufen? Neuro-Ems haben. Sieht nicht danach aus. Chefetage. Management. Neuro-Com. Wiedersehen. Mann, ich will von der, ich will die Outfits haben, die ganz oben haben. So, dann müssen wir jetzt zur App-Site. Zu Madame Sauvage. Und damit, mit Nix reden. So. Website ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. Gibt's sowas wie Website eigentlich auch hier bei, oder wie das Unterdeck? Auch bei Aquila? In Aquila habe ich sowas noch nicht gesehen oder wurde da hingeschickt. So. Schon lang keine Parasiten mehr gesehen. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Ryujin schickt mich für Detektive Theta. Dalton Fiennes schickt mich, also spar dir den Scheiß und lass uns zur Sache kommen. Wow, freut mich auch sehr. Zum Glück bist du nicht im Marketing. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Ja, bin ziemlich sicher, dass der Preis verhandelbar ist. Erzähl mir mehr über diesen Gefallen. Warum hat Dalton nichts von Credits gesagt, wenn ich die bezahlen soll? Ich komme nochmal wieder, ich muss erst Geld bezahlen. Warum hat Dalton nichts von Credits gesagt, wenn ich nachkomme? Erzähl mir, während du im Tower herumschnüffelst, musst du nur noch kurz bei einer anderen Workstation Halt machen. Bei der von Camden Chow. Führe einfach das Programm auf der Slate aus, die ich dir gebe, und fertig. Ganz simpel. Was hast du mit den Informationen vor? Sagen wir einfach, nichts, was Ryuji nicht auch mit anderen machen würde. Da geht's um einen anderen Kunden. Aber wenn jemand was über Camden rausfinden will, dann sicher nicht, weil er ihn mag. Egal. Schön, dass du das so siehst. Es ist im Prinzip genau wie bei Camden. Du musst das Baby hier einfach auf Ularo Chens Computer ausführen. Das Programm macht den Rest. Wenn du fertig bist, bring mir die Slate nach Hause. Ularo hat sicher eine knackige Verschlüsselung, für die mein kleines Setup hier vermutlich nicht ausreicht. Sicher gut. Ich würde das Security hier sowieso nicht trauen. Schön, dass du noch mehr kannst, als nur herumzuschleichen und gut mit Worten umzugehen. Hier ist die Slate. Ich warte. Okay, ich muss irgendwo mir noch mehr Digi-Dietriche organisieren. Ich brauche Digi-Dietriche. Das ist viel zu wenig, was ich habe. Wir haben nur noch 3 Stück, glaube ich.
So, Website ist komplett vor die Hunde. Bayou Plaza. Und der eine Typ, der kann auch nur das eine sagen, dasselbe. Die Website ist vor die Hunde gegangen, ne? So, Trade Authority, ich hoffe, er hat Digi-Dietriche. Brauchst du was? Ja, Digi-Dietriche, hallo. Dreh mir nicht den Rücken zu! Ist hoffentlich keine Zeitverschwendung. Und ich dachte... Ja, jetzt... So, sonstiges. Digi-Dietrich. Schon mal drei. Bist du fertig? Ja. Dann verzieh dich. Irgendwann hau ich ihm aufs Maul. Ich guck mal, ob hier noch mehr gibt mit Digi-Dietrichen. Ne, nicht im Hotel. So. Glaube, hier gibt's keine Dietriche. Geldbank hat keine. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin. So, hat er Digi-Dietriche? C-Card? Ich guck noch mal. Hallo! Sag herein, Spatz! Klar! Ja, jetzt, Digi-Dietriche hatte auch nochmal drei, perfekt. Dann haben wir jetzt schon mal sechs dazu bekommen, immerhin. So. Ah, wir sind wieder bei ihm gelandet. Waren wir schon einmal rum? Willst du? Danke, dass du Sticks hast. Oh, ja, kein ich Problem. Habe jeden. Ich brauche nur, der hat sowas nicht, okay. Weißt du, Sticks, die Kriminalität wird immer schlimmer. Vandal. Ryujin Apartments? Ich glaube, wir kriegen hier ein Apartment von Ryujin, sobald wir. Sobald wir die Questlines durchhaben. Wie spät ist es? Weiß nicht. Ne, aber ist gut. Der muss auch noch haben. Unser Lager ist voll. Hallo. Willkommen bei die besten Deals. Und 5000 hat er. Wir können ihm auch nochmal von unseren Sachen. Amber brauchen wir nicht. Das brauchen wir aber noch. Von hier können wir noch ein paar Sachen verkaufen. Nein! Natürlich! Ich wollte jetzt, hier, die Dietriche. Empfiehl unseren Laden bitte weiter. New World's Goods. Eine bessere Hälfte. Ich wollte uns in dieselbe Abteilung gehen. So, okay, dann können wir eigentlich runter wieder zur Website. Und gucken wir mal, wie wir jetzt hochkommen. Einen Moment. Website ist komplett vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. So. Welche Richtung? Da lang. Musste eben kurz bei Helen eine Nachricht löschen. Hier gibt's Fauna. Wo gibt's eigentlich die Fauna? Ach, noch weiter nach oben. Knopf. Speicher vielleicht einmal hier. Schnell speichern. Oh! Okay, oder so.
Würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.